Name ist Julia Röck und ich bin vom Beruf Diätologin. Nein, 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 ich habe nichts mit Diäten zu tun. Ich bin leidenschaftliche Esserin und Genießerin und zu mir kommen Leute, die wirklich medizinische Probleme haben. Sei es jetzt mit Magen-Darm-Trakt, sei es aufgrund von Nahrungsmitteln oder aufgrund von schwerwiegenden Erkrankungen. Wie wird man Diätologin? Es gibt auf der FH gibt's ein Diätologiestudium und der Unterschied ist einfach, wir haben ganz, ganz, ganz viel ernährungsmedizinisches Fachwissen dabei, Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie und wir sind wirklich gesetzlich dazu befugt, eben kranke Menschen zu beraten und zu betreuen. Ist es sinnvoll, Lebensmittel in gesund und ungesund zu kategorisieren? Oder wären wir nicht doch klüger dran, wenn wir achtsam auf unseren Körper hören, was er wirklich braucht? Man sieht ja nun verschiedene Lebensmittel und ich würde jetzt ganz gern einfach einmal die Frage stellen, welche dieser Lebensmittel sind nun gesund und welche ungesund. Und am besten legen wir gleich los und wir teilen den Bereich einfach zu. Ich würde mal sagen, Schokolade ist ungesund. Klassisch. Apfen, schmeckt sehr gut, aber ist ungesund. Topfengulatsche werden auch viele sagen, ist ungesund. Die Chips stehen schon auf der richtigen Seite. Und ja, das Cola natürlich auch ungesund. Und der Rest, den wir dann da haben, Apfel, Salat, Apfelsaft, wäre doch klassisch gesund. Wie schaut es jetzt aber aus, wenn wir uns die Frage stellen, was schmeckt und was schmeckt nicht? Wenn wir uns wieder die Lebensmittelgruppen anschauen, in die wir es unterteilt haben, dann wird es vielleicht jetzt ganz anders ausschauen. Dann wechseln die teilweise die Plätze, weil man sagt, Topfengulatsche ist schon was Gutes und gesund. Beziehungsweise Schokolade ist eigentlich auch, schmeckt man auch. Das, was ich hier jetzt veranschaulicht habe, ist die sogenannte Reaktanztheorie. Reaktanztheorie bedeutet einfach, dass Lebensmittel oder generell Verbotenes ist immer anspruchsvoll und genau das möchte man haben. Und genauso ist es auch bei diesen Lebensmitteln. Deswegen versuche ich den Menschen zu zeigen, dass es sinnvoll ist, sich Lebensmittel wirklich zu verbieten. Nehmen wir als Beispiel den Apfel her. Ist ein Apfel gesund? Dann werden vielleicht viele antworten, ja natürlich, ein Apfel ist gesund. Man kennt ja das Sprichwort, an apple a day keeps the doctor away. Was ist aber, wenn ich jetzt 15, 20 Äpfel am Tag esse? Ist dann ein Apfel oder ist es dann auch noch gesund, 15 bis 20 Äpfel pro Tag zu essen? Da werden wahrscheinlich viele sagen, na, ist vielleicht nicht mehr ganz so gesund. Da sind wir jetzt bei dem ganz bekannten Sprichwort, das Paracelsus schon vor einigen hundert Jahren genannt hat, nämlich die Dosis macht das Gift. Und genauso ist es bei jeglichen Lebensmitteln, was wir konsumieren und zuführen. Mir persönlich ist es wichtig, die Menschen wegzuholen von diesem Denken, gesund und ungesund. Warum? Weil einfach auch der Genussfaktor eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Soll ich mich jetzt zwingen, die dunkle Schokolade zu essen, weil ja der Zucker ach so böse ist? Oder kann ich nicht doch bei meiner geliebten Vollmilchschokolade bleiben und dafür einfach mit Maß und Ziel weniger davon essen? Dafür habe ich aber dieses ach so gute, ist das gut und mein Genusserlebnis dabei. Ich gebe ein Beispiel. Ich glaube, jeder hat schon mal auf einer Skihütte ein Germknödel gegessen mit Freunden. Wie schmeckt das Germknödel alleine zu Hause? Schmeckt ganz anders, schmeckt nicht so toll, weil einfach das Ambiente, die Atmosphäre und dieser Genussfaktor verloren geht. Mein persönliches Motto zum Beispiel ist, bewusst genießen und die Kilos fließen. Und dafür möchte ich Ihnen oder euch eine Aufgabe mitgeben und zwar, überlege mal, wann warst du das letzte Mal wirklich hungrig? Oder war es vielleicht auch nur der Booster? Wirklich bewusst wieder den Körper reinhören und spüren, bin ich hungrig, bin ich satt oder ist es vielleicht der tückische Booster? Diese drei Überlegungen möchte ich Ihnen gerne mitgeben, um Ihnen zu helfen, wieder bewusst und achtsamer durchs Leben zu gehen und auf Ihren Körper zu hören.